Willkommen zurück bei Phänomenal. Und bei mir stehen jetzt zwei frisch gebackene Derby-Sieger. Die beiden haben nämlich soeben mit 4:1 gegen die Blauen in Gelsenkirchen gewonnen. Bei mir stehen Alaba Kir und Ramzi Feyani. Schön, dass ihr bei mir seid. Wir haben euch aber schon vorher eingeladen, als wir noch nicht wussten, dass ihr das Derby gewinnt. Also wir haben es natürlich gefühlt, waren uns aber nicht sicher. Nein, wir haben euch eingeladen, weil ihr auch amtierender deutscher Meister seid. Und zwar mit der U17. Im Juni habt ihr das Finale gewonnen. War danach auch medial relativ bekannt. Alla, du konntest damals noch nicht so viel zum Spiel sagen. Du hast gesagt, du warst sprachlos, der Erfolg, der hat euch ein bisschen überwältigt. Jetzt mit so mit 2 Monaten Abstand, kannst du mehr dazu sagen? Ja, nicht viel mehr, aber wie gesagt, es war einfach unglaublich. Es war einfach total geil, in München auch noch zu gewinnen. Und mit der Mannschaft, es war einfach Wahnsinn, komplett Wahnsinn. Du sprichst schon die Mannschaft an. Ramzi, ihr habt ein fulminantes Jahr hingelegt. Was hat diese Mannschaft so ausgezeichnet? Ich glaube, die Jungs, die wir hatten, haben sich auf dem Platz wie auch neben dem Platz super miteinander verstanden. Und ja, wir haben ein Jahr lang gefühlt jeden Tag zusammen miteinander verbracht, sind extrem nah zusammengewachsen. Und das hat man auch auf dem Platz gesehen und ich denke, das hat uns schon ausgemacht. Ein wichtiger Akteur, zumindest in den Medien, ist immer euer Trainer, Sebastian Gebhardt, der auch in dieser schönen Reportage vom BVB selbst immer wieder zu Wort kommt. Welche Rolle spielt er beim Erfolg? Ich glaube, Geppi ist ein Trainer, der sehr nah bei uns als Mannschaft war, sehr nah bei uns, immer viel mit uns gesprochen, also man konnte mit ihm über alles reden, ob Fußball, ob privat, also da war er schon ein sehr guter Freund auch. Und ich denke, er wusste halt auch gut, wie er mit uns umgehen kann und so sind wir auch dann zum Erfolg gekommen. Hat man auf dem Platz auch gesehen in München. Am 17. Juni, da fand das Finale statt. Es waren viele Borussen vor Ort. Ihr habt im großen Stadion gespielt. Seid mit dem Flugzeug runter, seid mit dem Mannschaftsbus hingefahren. Es waren nicht nur Familie und Freunde da, sondern es waren auch verdammt viele Fans da. Alla, was ist das für ein Gefühl, wenn man, ich sag mal, nicht mehr von den eigenen Eltern nur spielt, sondern wirklich von Außenstehenden, von den Fans von Borussia Dortmund? Auf jeden Fall ein anderes Gefühl. Da sind Leute, also das ganze Stadion war voll, du weißt gar nicht, du guckst auf die Tribüne und siehst so viele Gesichter, die du vorhin noch nie gesehen hast und die sich einfach alle dafür interessieren. Und das ist dann einfach nochmal ein größerer Ansporn, dann nochmal mehr Gas zu geben und den Leuten zu zeigen, was wir drauf haben. Und macht auf jeden Fall Spaß, ja. Ihr seid auf jeden Fall auch mutig ins Spiel gestartet. Zur Halbzeit stand 1:1, danach wieder euer Führungstreffer, danach ein Elfmeter durch die Bayern-Spieler. Ganz lange stand es dann 2:2, in der 76. Minute dann das Siegtor. Wie würdest du den Spielverlauf skizzieren für euch? Wie war das für euch auf dem Platz? Anfangs hatten wir ein bisschen Glück, wir sind nicht gut reingekommen. Dann mit der Zeit wird es besser, in der 20. Minute, glaube ich, machen wir das erste Tor. Und dann waren wir halt komplett drin. Bis zur 76. Minute, da hat uns noch ein bisschen die Kraft gefehlt. Und mit dem Siegtor, also mit dem 3:2, war eigentlich klar, dass wir das Ding hier holen werden. Und ja, so war es auch am Ende und haben das Ding gewonnen. Und dann seid ihr deutscher Meister geworden. Riesenerfolg. Ihr seid, glaube ich, relativ schnell wieder zurückgeflogen. Aber wie habt ihr denn mit der Mannschaft den Sieg gefeiert? Also natürlich erstmal direkt in der Kabine, auf dem Flugzeug. Dann auch die nächsten Tage halt noch. Wir hatten dann noch ein paar Mal trainiert, so ein bisschen Spaß, so mäßig. So haben viel Zeit miteinander einfach verbracht, auch ohne Trainer und alles. Also haben wir dann halt die Tage noch genossen danach. Auf jeden Fall ein Riesenerfolg. Ramzi, Alla, wir haben gleich nochmal die Chance, mit euch zu sprechen. Bis dahin gehen wir nochmal kurz in die Musik. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück und weiterhin sprechen wir mit unseren Jugendspielern und vor allem jetzt gerade mit Ramzi. Du hast nach dem Finale im Prinzip sofort das nächste große sportliche Ereignis vor dir gehabt. Es ging für dich nach England mit der U17-Nationalmannschaft und das Ganze zur Europameisterschaft. Wie ist das bei so einem Turnier dann auch dabei zu sein? Also erstmal denke ich, ist eine Riesenehre für Deutschland spielen zu dürfen und auch sag ich mal, eine Bestätigung für meine Leistung, dass dort hineingeladen wurde. Und auf jeden Fall nochmal was ganz anderes, sich mit anderen Ländern messen zu können. Und ist auch eine Riesenerfahrung. Vielleicht bekommt man auch mal seine Grenzen aufgezeigt, aber auf jeden Fall ist schon nochmal ein höherer Schritt, sage ich mal. Alla, du spielst oder ihr spielt jetzt seit dieser Saison für die U19. Klar, logischer Wechsel dann irgendwann. Was hat sich dadurch für euch bisher verändert?
Auf jeden Fall, dass du dich erstmal wieder neu beweisen musst. Wenn du in der U17 Stammspieler warst und dann spielst du halt gegen Ältere, das ist halt schon ein Unterschied, nur bei uns war das eigentlich kein großer Unterschied, weil wir halt schon vor 2 Jahren mit den Älteren zusammengespielt haben, also hochgezogen wurden. Und sonst eigentlich nur die Mannschaftskameraden. Aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich dran. Jetzt ist es so, das Leben eines Jugendspielers können sich, glaube ich, hier die wenigsten vorstellen. Wie läuft sowas ab? Also wie sieht so ein Tagesablauf aus? Ja, Tagesablauf. Meistens trainieren wir 2-mal am Tag, also von 8 Uhr morgens bis 10 Uhr morgens Training. Dann in die Schule, nach Hause was essen und dann schon wieder das 2. Training, also um 18 Uhr, da hast du nicht viel Freizeit. Und nach dem Training bist du so kaputt, dass du dann direkt ins Bett willst und eigentlich nichts mehr machst. Okay, ja, Alla hat es gerade schon gesagt. Ramzi, wie läuft das denn mit dem Thema Schule? Also ihr geht zum Teil nebenher natürlich noch zur Schule. Wie kriegt man das hin? Also ich denke mal, in der Schule sind wir auch ganz normale Schüler. Also ob wir dann beim BVB spielen oder nicht, werden wir nicht bevorzugt oder so. Klar sind wir manchmal, sage ich mal, befreit, wenn wir dann irgendein Auswärtsspiel haben oder Youth League-Spiele jetzt auch, die dazukommen in der U19. Aber es ist natürlich schwierig, das unter alles unter einen Hut zu bekommen mit Lernen, Training und alles, aber muss man den Weg dafür finden und das dann auch viel investieren dafür. Die Herausforderung, die jeder dann irgendwo hat. Alla, du hast als Kapitän vor allem auch in der Vergangenheit einige Aufgaben mehr übernehmen müssen und hast natürlich auch die Aufgabe des Team Spirits so ein bisschen auch übernommen. Jetzt ist es für eine Jugendmannschaft wahrscheinlich auch sehr schwer, dadurch, dass immer wieder neue Spieler dazukommen, immer wieder neue Personen da reinkommen, das so ein bisschen am Leben zu halten und das so, zu so einer Familie, wie ihr es auch im Film beispielsweise genannt habt, zusammenzuführen. Wie funktioniert das? Funktioniert relativ einfach, weil wir halt jeden Tag miteinander trainieren, zusammen lachen, zusammen reden, also wir tauschen uns aus über alles. Und es ist nicht nur so, dass wir auf dem Platz miteinander befreundet sind, sag ich mal so, sondern auch neben Platz. Also wir treffen uns auch in unserer Freizeit. Meine Freunde sind meistens nur aus der Mannschaft, so wir verbringen alle gerne Zeit zusammen. Und dann lebt man sich halt zusammen und das klappt dann einfach. Okay. Ja, vielen Dank erstmal dafür, dass ihr beide heute hier wart. Herzlichen Glückwunsch nochmal zur Meisterschaft und natürlich auch zum Derby-Sieg heute. Ich glaube, das ist für jeden hier genauso viel oder nicht vielleicht nicht genauso viel wert, aber schon nah dran. Und vielen Dank, dass ihr da wart. Hat uns sehr gefreut und vielleicht sehen wir uns dann demnächst nochmal wieder, wenn der nächste große Titel angestanden ist. Danke euch und bis zum nächsten Mal.